Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within mit Facecam. Und ich werde hier gerade zugespammt, es ist unfassbar. Und wir gehen jetzt mal hier langsam hier hoch. Wir nehmen mal die Qualenarmbrust. Und da war eine drin. Oh, warte mal, das ist Explosionsbolzen. Frage ist, dreht er sich nochmal um oder bleibt er da stehen? Ich hoffe für ihn, dass er da stehen bleibt. Auf da rumzuzucken jetzt. Machen wir einfach so, weil dann müssen wir überhaupt keine Munition verbrauchen. Leertaste öffnen. Ah, ein Spritzchen. Ja, können wir halt nicht benutzen. Aber wir können das hier mitnehmen. 6,5. Was haben wir hier? Ist immer noch keine. Nee. Aber wir wollten ja hier die Pumpgun benutzen, ne? Komm her, mein Freund. Jawohl. So, gut, dass wir die alte da drin erstmal kalt gemacht haben. Ach, endlich. Das sieht doch... Hä? Toll. Kann ich nicht mitnehmen. Yeah. So, und hier ist eine Tür, die ist zu. Wir wissen nicht, was hinten dran ist, aber ich denke, wir werden es rausfinden. Und zwar jetzt. Aha. Sieht so aus, als ob hier nichts wäre. Das ist schon mal gut. Untersuch. Ah, ne, warte mal. Untersuchen. Ach, das ist wieder... Ja, schön. Hier sehen wir jede Menge Bilder. Von lauter ekligen Typen. Oh, guck mal, die Schlaube, die war süß. Ein Esel. Oh Gott, ich bin gerade eben ein bisschen von meinem Schatten erschrocken. Was? Wie haben Sie das so... Was ist denn gerade passiert? Ich habe nur was gehört, aber... Was ist denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Nö. Ich glaube, das muss ich nicht verstehen, oder? Kann ich die... Alter. Warum hängst denn du da so? Was ist denn... Ach, da! Da oben. Okay, was ist das hier? Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollen allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Aha. Gut. Was haben wir hier? Noch ein Kistchen. Ne, verstecken wollen wir es nicht. Neuer Gegenstand. Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Aha, solange ich nicht so aussehe wie die anderen da. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Gut, die heben wir uns natürlich auf, ne? Hier ist noch eine Tür. Die würde ich... Hallo? Würde ich natürlich auch gern gucken. Man weiß, was dahinter ist. Hier ist, nichts. Hier ist ein Balkon. Ach, das ist... Hallo. Ah. Da haben wir doch die Olle vorhin... nee. Wen haben wir da verbrannt? Doch, nee. Den Typ haben wir da vorhin abgestochen. Genau, den haben wir nicht verbrannt. Haben jetzt hier dieses, das Grüne. Kann ich die verbrennen? Komm. Aha. Schön.
Nein. Versuch Nummer 4. Möchte ich nicht. Probanden Nummer 4 bis 13. Wie kommt... Ströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Muss ich da irgendwie hoch, oder? Sie haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Abgang aus mentalen Versatzstücken. Keine Ahnung. Also ich laufe jetzt mal hier wieder zurück. Der guckt jetzt da oben runter. Also oder geht's da nochmal höher? Oder nehmen? Was kann ich denn hier nehmen? Irgendwas konnte ich doch... Ach, eine Flasche. Kann ich hier hoch oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Der sitzt da oben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich würde jetzt, ich habe das Haus hier jetzt mal durchsucht. Ich würde jetzt zurückgehen. Also wir haben ja jetzt hier erstmal alles voll. Ich würde jetzt mal zurückgehen und würde speichern, weil als nächstes legen wir uns doch. Ach, verpiss dich. Wisst ihr was? Wir testen mal den Explosionsbolzen. Kann man lassen. Allerdings sollte der da, glaube ich, schon wesentlich, also ein bisschen weiter weg von mir sein. Weil... wo? Wie? Was? Irgendwas hat mich gesehen. Ach, diese scheiß Bärenfalle. Weiß nicht. Den hier? Hier habe ich halt... Gun. Kommt da wenigstens bei rum? Nö, toll. So, also die rennen hier immer noch durch die Gegend, aber ich denke, wir sind hier aktuell sehr gut aufgestellt. Hier war's, ne? Also ich möchte jetzt echt nochmal speichern und dann munitioniere ich nochmal fett auf. Ah, hier übrigens das Blut an der Tür, das war bis jetzt immer so, wenn irgendwo so ein Spiegel war. Und wir gehen jetzt hier mal geschwind in das Licht und speichern ab, weil wir werden uns dann mit dem Typ anlegen, weil der hatte ja eine Motorsäge. So, speichern. Natürlich annehmen. So. Jetzt gehen wir hier nochmal rein, weil wir wollen uns aufmotzen. Oh, wir haben nur noch ein Streichholz. Müssen wir ein bisschen vorsichtig, oder? Ja. So. Einmal aufwerten. Wir haben 7100. Waffen, Reserve. Was kostet eine Schrotflinte? 2000. Vielleicht Fitness. Maximale Sprintdauer. Nahkampfschaden. Wir nehmen mal die maximale Sprintdauer. Weil das ist... Na gut, 3 Sekunden. Weil... Nahkampfschaden nehmen wir auch mit. Dann haben wir noch 2-1. Lebensenergie. Was haben wir hier noch? Waffen. Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit. Magazinkapazität. Mhm. Genauigkeit. Ja, das nehmen wir doch mit. Genauigkeit ist wichtig. Da können wir sogar nochmal... Magazingriff, was haben wir noch? Reserve? Granaten, Streichhölzer. Qualenbolzen. Was sind das? Bewegt zusätzlichen Schaden. Okay.
Nachladegeschwindigkeit. Wir nehmen mal die Nachladegeschwindigkeit. Magazinkapazität. Nachladegeschwindigkeit nochmal. Unter Umständen ist die Nachladegeschwindigkeit eventuell sehr wichtig, deswegen machen wir das. Jetzt speichern wir nochmal. War vielleicht gerade eben vielleicht ein bisschen dämlich, dass mir das danach gemacht hat, aber ist ja kein Problem. Ist ja gleich hier. Und dann geht's jetzt auch direkt weiter. Wir müssen ja nicht bis zum anderen Flur rennen. Ah, wir hatten noch einen Schlüssel. Ich bin schlimm, ich weiß. Dauernd kommt mir irgendwas anderes. So. Wir machen jetzt einfach... Wie war das? Hier, so, ne? Wir machen jetzt einfach mal das auf, mal gucken, was da rauskommt. Yay. Ja, egal. Bringt uns trotzdem Munition. Ne, warte mal, wir können ja hier direkt rausgehen. Oder? Ne, hier ging's nicht raus, da vorne ging's raus. Ach, bin ich wieder verwirrt, hey. Also ich werde wahrscheinlich so 3 Folgen rausbringen. Evil Within pro Woche. Falsch. Pro Woche. Entweder parallel mit Minecraft oder parallel mit Landwirtschaftssimulator. Ich muss ja jetzt aufpassen, ja, weil Donnerstag ist die letzte Folge LS13, dann kommt LS15 am Samstag. So, das Licht machen wir mal aus. Obwohl, können wir euch anmachen. Nehmen wir Pumpgun. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Mit der Pumpgun. Wie ging dann das? Es war irgendwas Counter-Strike-mäßig. So, jetzt gehen wir auf Jagd. Oh. Da läuft ja einer. Oh, das sieht ein bisschen mitgenommen aus, gell? So, wir gehen jetzt aber hoch. Irgendwas konnte ich hier nehmen. Was konnte ich denn hier nehmen? Ach, bestimmt wieder Glas oder so, ne? So, wir gehen jetzt hier hoch. Hallo Schweinchen. Theoretisch dürfte jetzt bei dem Konflikt mit dem Typ... So, wir stellen es mal auf Explosionsbolzen um. Ah, genau. Das wollte ich noch machen. Wir brauchen nämlich hier einmal... Explosionsbolzen braucht so viel. Krass. Also auch nur... Wow! Komm, noch, noch. Yeah. Bitch. Leg dich nicht mit Ray4B an. So, sehr geil. Also die Pumpgun ist sehr durchschlagskräftig. So, und jetzt nehmen wir hier ein Granätchen. Hallo, lieber Nachbar da unten. So. Oh, oh. Ach, ich bin so... Ach, Gott. Dann nehmen wir jetzt erst so eine Spritze. So. Erstmal muss ich ihn reizen. Oder? Ach, wie, die Scheiße fliegt wieder hier hoch. Ja, ich hab nur noch eine. So. Komm her, mein Freund. Ja, da ist schon die Motorsäge. Ja, wir machen jetzt schon mal hier unser Kreuz. Und der kommt bestimmt wieder hier hoch, ne? So, Explosionsbolzen. Und tschüss. Das gibt's doch nicht, oder? Ist das endlich... Alter! Ja, wir haben dem 2 Explosionsbolzen reingejagt und der lebt immer noch. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Das juckt den überhaupt noch. So, hier waren noch Streichhölzer, gell? Ja. Sehr gut.
Ja, ich muss nochmal Explosionsbolzen bauen. Gleich 3 Stück, ne? Ja, also da führt jetzt auch kein Weg dran vorbei, ja? So. Ja. Das wäre sehr schön. Ich sehe den nimmer, wo ist denn der? Also er hat uns gesehen. Schön. Ich ihn nicht. Was hat denn der? Schön, mein Explosionsbolzen liegt da. Oh, richtig auf. Yeah, Miststück. Ist er tot? Der lebt immer noch. Ach, das darf doch nicht wahr sein jetzt. Zum Henker soll ich den denn erledigen? Das ist doch... Wow! Yo! Die Frage ist, wo kommt denn der jetzt? Wo kommt denn der jetzt? Hallo? Hm. Wo ist denn der jetzt? Also bis jetzt sucht er uns. Das ist alles. Das ist alles. Das ist doch... Ich muss den Kerl so schnell wie möglich erledigen. Ja, wie soll ich denn das machen, wenn ich schon 4 Explosionsbolzen auf den drauf genagelt habe? Und der verreckt einfach nicht. Das ist doch... Wo ist denn der jetzt? Hm. Das ist sehr strange jetzt. Das ist doch... Also... Hallo. Hier sind auch nochmal Streichhölzer. Irgendwie ein Bug. Oder? Nö, ist ja normal. Ich meine, der ist in die... Der ist in die... die Unterwelt ist der... gegangen. Oh, ich habe noch einen Explosionsbolzen. Sehr geil. Warum habe ich denn jetzt auf einmal wieder einen Explosionsbolzen? Ich habe doch schon 2 weggeballert. Was haben wir hier? Noch mehr Streichhölzer. Der ist vorhin da im Boden verschwunden. Ich feuer jetzt einfach mal hier im Boden. Hier, oder? Keine Ahnung, wo der Typ ist. Keine Ahnung. Ist der jetzt irgendwie hier draußen oder so? Oder? Nö. Ey, ich hab keinen Plan, gell? Untersuchen, ja, ich brauche nur Kettensäge, aber... Die Kettensäge, die ich brauche, hat der Typ und der Typ ist verschwunden. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich geh jetzt nochmal da rein. Nee. Der ist nirgendwo zu sehen. Also das ist ja echt... Also, wir haben hier ein Auge und sucht jemand, aber... Hm.
Also wirklich effektiv war das jetzt nicht, dass wir den getötet haben. An der Stelle sage ich einfach tschüss, dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal von, ja, Let's Play The Evil Within. Und ich werde jetzt einfach mal außerhalb der Aufnahme einfach mal gucken, ob ich das irgendwie nochmal gebacken kriege. Ich wünsche euch was. Ciao.